Also ich bin jetzt auf der Kamera, ich bin zu sehen. Auch richtig. Okay, gut. Ja, hi. Ich wollte euch ein paar neue Spielsachen zeigen, die wir die letzten Tage zugeschickt bekommen haben. Und das packen wir jetzt mal gemeinsam aus. Unter anderem den Codex Chaos Space Marines. Da werde ich auch nochmal ein kleines Video dazu machen, was den Inhalt angeht. Und ich habe auch schon eine ganz schöne Idee für eine Studio Chaos Armee. So, packen wir mal aus. Das sind so für Aufträge in nächster Zeit. Imperiale Beehunt-Kämpfer. Imperiale Beehunt-Kämpfer. Milizionäre Imperium. Musketenschützen. Bogenschützen vom Imperium. Und Flagellanten vom Imperium. Ich hatte ja mal angedroht, dass wir zurzeit an einer Imperiumsarmee arbeiten und da ist nochmal ein bisschen Nachschub an der Reihe. Und Dampfpanzer des Imperiums. Und da haben wir noch was. Okay, das ist jetzt das andere Imperium. Eine Walküre, das ist für einen Kunden aus Australien. Da kommt noch die zweite demnächst. Okay, Karton weg. Kommen wir zum nächsten, da haben wir hier noch ein bisschen was. Wenn ihr Interesse an Kings of War habt oder an Warpath, da haben wir die Corporation Army von Mantic Games, enthält 10 Ranger, 20 Marines, 10 Veteranen, 3 Heavy Weapons. Machen sich auch sehr gut für imperiale Armee oder was ich mir überlegt habe, vielleicht gerade in Verbindung mit einem Zombie-Gussrahmen oder auch von Mantic einen Ghoul-Gussrahmen oder Zombie-Gussrahmen als solchen Zombies oder auch als Kultisten für 40k. Da haben wir eine Box. Dann haben wir noch eine Box. Und ja, wenn ihr Interesse an Kings of War habt, da haben wir zurzeit ein bisschen was auf Lager. Unter anderem eine Streitmachtbox von den Twilightkin. Das sind die Dunkelelfen. Dann das Gegenstück, eine Box von den Elfen von Mantic Games, das ist die Streitmacht. Die Streitmächte haben, glaube ich, immer so um die 1000 Punkte, was für Kings of War schon mal eine ganz ordentliche Punktezahl ist. Die Dunkelzwerge, die Abyssal Dwarfs, eine Streitmachtbox und nochmal Zwerge, eine Streitmachtbox. Jo, also wie ihr seht, ein paar schöne neue Spielsachen, die wir zurzeit bekommen haben und hätten gerne noch mehr, deswegen kontaktiert mich und wir kümmern uns dann um eure Aufträge. Das war's und tschüss!